Guten Abend. Ich bin erstmal alleine, aber keine Sorge, dauert nicht lange. Für all diejenigen, die zum ersten Mal hier sind bei dieser Abschluss-Ceremony, präsentieren wir euch immer ein paar wichtige Zahlen der diesjährigen Republika. Achso, mein Name ist Johnny Häusler, entschuldigt bitte. Ist gar nicht so lustig. Also ihr findet den Namen lustig, aber Namenswitze machen wir ja alle nicht mehr. Ich lege mal los mit, das ist immer wahnsinnig improvisiert übrigens, die letzte Mail mit final abschlusssession.pdf, die ist glaube ich von vor 3 Minuten oder so. Wir möchten noch mal ein bisschen gucken, was ihr so mit der App angestellt habt, mit der Greenscreen-App. Erkennt man das genug? Air Berlin plötzlich in der Halle. Sehr schön, finde ich. Kann man da zwischendurch einfach mal so klatschen, so hey, schon mal so ein bisschen locker werden. Ja, auch schön. Dieses Pop, das hat wirklich ganz toll funktioniert. Ja. Ist dann wahrscheinlich das Motto fürs nächste Jahr, oder? Bällebad. Oder Camouflage. Naja, auch schön, das Bällebad im Universum, die Coding-Version und jetzt die Zahlen. Die meisten Konferenzen geben ihre Zahlen im Durchlauf an, das heißt, wie viele Leute insgesamt auf dem Gelände waren an den verschiedenen Tagen, an denen sie stattfinden, das haben wir jetzt auch mal gemacht. Besucherinnen der RP18 im Durchlauf insgesamt 19.500 Menschen. Davon 49,72% weiblich und 47,44% männlich. Und 2,84% haben angegeben, non-binary. Zum ersten Mal dabei waren 37,63440860215054%. Das ist ziemlich viel, finde ich. Wenn vielleicht die 37% alle mal nach links. Die Hip-Hopper machen doch auch so eine Sachen immer. Wir hatten 496 Sessions bei dieser RP18 mit insgesamt 929 Sprecherinnen und Sprechern. Davon waren 336 weiblich und 335 männlich. Und aber auch die anderen Zahlen dazu, damit das komplett ist. Non-binary 25 und 233 Menschen haben einfach keine Angabe gemacht. Helferinnen und Helfer hatten wir 551 Leute, bei denen ich mich echt ganz besonders bedanke. Ohne die ist es nicht machbar und ich hoffe immer, dass es genauso Spaß macht. Ich glaube, ich sage das jetzt seit ein paar Jahren, aber das Irre ist, bei der allerersten Republika hatten wir irgendwas zwischen 600 und 700 Gästen. Das ist wirklich echt toll. Unsere Fotografen, insgesamt 5 Typen, tolle Typen, hatten bis um 14.38 Uhr 17.727 Fotos gemacht. Erster Test, 17.727 durch 5. Egal.
Okay, jetzt kurz nachdenken. Wie viele Bälle waren in diesem Bällebad? 17.000 höre ich hier. 90? Achso, 90.000. Wir wissen es genau, denn wir haben sie bestellt und bezahlt. Das sind 28.800 grüne Bälle. Weiter wichtige Zahlen. Armeen, die sich von der RP-18, Zitat, das provoziert ist in Anführungsstrichen nicht, es ist ein Zitat. Die Bundeswehr hat es als Provokation empfunden. Wahrscheinlichkeit, dass diese Armee im nächsten Jahr einen Stand bekommt, in Prozent null. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil wir uns das alles in den nächsten Tagen und Wochen nochmal in Ruhe angucken möchten. Ich möchte aber betonen, dass das keine Gesprächsverweigerung ist. Null. Es geht in allererster Linie um diesen Stand. Wer mal auf der Gamescom war oder auf der U oder so und die Stände kennt, das wollen wir hier einfach nicht. Und es ist auch unser gutes Recht zu sagen, dass wir das nicht wollen. Egal jetzt. Ansonsten, ich habe mit vielen Leuten Kontakt gehabt in der Sache und so. Alles in Ruhe. Verlorene Eheringe, einer. Aber er ist wiedergefunden worden. Ja, ja. Carmen. Meine Tasche stand glücklicherweise so, dass der Ehering... Nein, das ist doch schön. Andreas, übrigens fehlten hier, es gab noch von Buzzrank irgendwie so Sachen, aber sind die verloren gegangen auf dem Weg? Naja, Andreas, komm mal her. Das mache ich jetzt auch. Andreas Gebhardt, meine Damen und Herren. Hallo, grüße euch. Super, dass ihr alle noch da seid. Dann kann ich euch noch ein paar andere Zahlen, oder nein, eigentlich keine Zahlen, sondern Informationen geben, die sich so in den letzten Tagen ergeben haben. Und zwar ganz kurz zu den Fachkonferenzen. Es hat super funktioniert. Drüben im Technikmuseum war zum Teil halt auch gar kein Reinkommen mehr. Wir werden das uns nochmal genauer angucken. War das inhaltlich cool? Welche Themen braucht man da? Aber für so einen ersten Schritt fand ich es sehr, sehr gelungen. Hat total Spaß gemacht. Die Ankündigungen, die wir gemacht haben am Mittwoch und auch heute sind ziemlich gut angekommen, wie ich finde. Und ihr habt es vielleicht noch nicht alle mitbekommen, deswegen hier nochmal in der großen Runde. Wir haben mehrere Republikas auf anderen Kontinenten angekündigt. Und zwar zum einen werden wir zum ersten Mal nach Accra gehen, nach Ghana. Ihr wisst das alle, dass wir sehr lange und intensive Netzwerke haben über das Global Innovation Gathering und viele Leute aus Afrika sind seit vielen Jahren Stammgäste bei uns und es war immer das Bedürfnis, dass wir da auch mal was machen und jetzt machen wir es und zwar in diesem Dezember sehr wahrscheinlich. Das ist aber nicht das Einzige, was wir international machen, sondern wir orientieren uns auch nochmal in die andere Richtung und werden direkt mal 5 Veranstaltungen in den USA machen. Und zwar eine im November diesen Jahres in Los Angeles und dann mehrere Veranstaltungen im kommenden Jahr in Kooperation unter anderem mit dem Reeperbahn Festival. Das Ganze findet statt im Rahmen des Deutschlandjahres USA statt vom Goethe-Institut und vom Auswärtigen Amt oder andersherum vom Auswärtigen Amt und Goethe-Institut und da wollen wir schauen, dass wir unsere Themen der digitalen Gesellschaft, so wie wir sie angehen, auch dort kommunizieren und diskutieren. Wir werden für alle diese Veranstaltungen zeitnah Call for Participations starten, das heißt bitte macht da mit, dann fahren wir da alle zusammen hin und gucken mal, was wir für spannende neue Leute kennenlernen können und wie wir diskutieren können. Keine Reaktion, okay. Jetzt kommen die Spin-Offs. Ich wollte das nur einmal kurz durchgehen. Wir haben 4 Stück nochmal. Wir haben einmal das Torstraßenfestival, was von New Thinking, auch von Norm und Andrea und anderen organisiert wird. Ich habe mir mal den World Mattress Day ausgedacht, der ist am 9. Juni. 2 spannende Sachen.
die von New Thinking stattfinden werden. Einmal ist es irre, aber zusammen mit Markus 15 Jahre her, dass wir New Thinking gegründet haben. New Thinking ist ja eine der Gesellschafterinnen von der Republika. Da gibt es die Geburtstagsparty, nämlich am 13. Juni. Wenn ihr uns also bald mal wiedersehen wollt, dann sind das alles gute Termine. Und der letzte Punkt an der Stelle, mit New Thinking haben wir ein Lab gegründet jetzt, und das ist ein Finanzfonds mit ungefähr 25.000 Euro pro Jahr drin, wo Projekte sich bewerben können, ein bisschen wie ein Accelerator, aber eben ohne Startup. Und man kann halt ab jetzt eigentlich, ab dieser Woche ist das online, schaut mal auf die Seite, für spannende digitale Projekte dort Unterstützung bekommen. Und ich freue mich da auf eure Ideen. Das ist dieser Teil, und ja, das Datum kennt ihr schon, 6. bis 8. Mai nächstes Jahr. Da fehlt wieder ein Punkt wie letztes Jahr. mal gucken, vielleicht kann man nächstes, vielleicht kann man nächstes Jahr. Genau, ist der Running Gag. Ja, ich glaube, das war mein Teil. Ich bin auch. Ja, danke. Tanja! Das bin ich. Ich finde das übrigens, fühle mich in diesem, eigentlich in diesem Gang of Four. Besser. Ja, das müssen wir irgendwie nächstes Jahr anders machen. Finde ich besser. Ja. Tanja, ach. Ja, ja. Tanja. Pop, ich soll was zum Motto nochmal sagen. Gegen Ende nicke ich immer sowas ab. Ehrlich gesagt finde ich, ich habe wahnsinnig viel über das Motto gesagt. Ich habe das eingangs gesagt, ihr habt das hoffentlich hier erlebt. Trotzdem es Pop war, haben ganz viele gesagt, es war die politischste Republika ever. So, wir haben es euch versprochen, so wird es auch werden, und das ist auf jeden Fall sehr cool. Immer wird man dann gefragt, was war das dominante Thema dann jetzt dieses Jahr auf der Republika, und da wiederum fällt mir die Antwort ganz leicht: Bällebad. Mehr zum Motto? Nee. Ach, jetzt das Party of People. Nicht das Slide. Party of People, genau. Das wollte ich sagen. Ab jetzt Party of People. POP geht gleich weiter. Netzfest, mein nächster Slide. Das ist, was uns morgen noch bevorsteht. Ein Tag mehr Republika. Ich find's super. Kommt alle vorbei. Ich war heute schon Zelt aufbauen, das Wetter ist super, da liegen Menschen rum und sonnen sich, das ist so ein bisschen wie Malle. Im Ernst. Ich habe mein Handtuch da gleich hingepackt. Da liegen ganz viele halbnackt und in der Sonne, und die sind aber schon echt dunkel, die sind eigentlich schon reif. Gucke ich mir morgen nochmal genau an, das wird sehr spannend. Ich freue mich, wenn ihr kommt, schlaft euren Kater aus, wir sind noch ein bisschen länger da, und dann kommt ihr irgendwie zum Katerfrühstück rum, oder? Wird cool. Und danach, genau, sind wir immer noch nicht vorbei, sondern die Republika für die junge Generation, für die 13- bis 21-Jährigen, die TinCon, die wartet auf euch leider nicht, aber für eure Kinder, für eure Neffen, Nichten, für eure Schülerinnen und Schüler, für all die jungen Menschen, die ihr kennt, schickt sie gerne zu uns. Vom 8. bis 10. Juni sind wir im Columbia Theater, auch 3 Tage volles Programm mit allem, was dazugehört. Die ganze Republika nur einfach nochmal aufgejungt, und das Programm steht in, das ist fantastisch und das wird sehr, sehr geil. Es würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen Werbung für uns macht. Helfende Hände brauchen wir auch noch. Markus. Yeah. Markus! In dem Tempo geht es hallo. Jetzt mit allen 60 Leuten so. Ja, hallo. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs ran, Vorbeikommen. Oder? Wir haben ja vor 4 Jahren unsere Das ist Netzpolitik-Konferenz nochmal als so eigenen Ableger nur mit netzpolitischen Themen gegründet. Da gibt es in diesem Jahr die 5. Ausgabe. Wir feiern auch gleichzeitig unseren 14. Geburtstag, deswegen 14NP als Hashtag. Und am 21. September werden wir erstmalig die Volksbühne in Kooperation mit der Volksbühne bespielen. Kommt vorbei, macht beim Call for Paper mit. Ja, macht Party. Heute. Okay, hier ist jetzt ein weißer Slide, weil wir eine kurze Pause brauchen, weil wir jetzt gerne nochmal ganz kurz an jemanden erinnern möchten, der die Republika über 10 Jahre maßgeblich mitgestaltet hat, mitverantwortet hat, und das war Michi.
Macht ruhig erstmal. Ich glaube, alle im Team, die jetzt seit vielen Jahren hier arbeiten, hatten diesen Moment, wo man dachte, ey, da hinten ist Michi, ich gehe da mal kurz hin und das konnte nicht Michi sein. Oder wo man an der Funke war und gesagt hat, ich funke mal kurz Michi an, weil der so dazugehört hat. Michael Graudenz ist im letzten Sommer mit 34 gestorben. Und es gibt nur zwei Worte, die dazu passen. Michi fehlt. Das ist wirklich wahr. Weil Michi aber immer ein totaler Freund dieses Abschluss war und total Spaß hatte, immer zu planen, wie viel Konfetti können wir uns leisten. Und die ganze Zeit irgendwie an diesem Abschlussevent auch wirklich wahnsinnig mitgearbeitet hat, haben wir gedacht, vielleicht schaffen wir es ja, weil schließlich Michi nicht der Einzige ist, der fehlt, sondern weil ich weiß, dass viele von euch und vielleicht sogar alle von euch irgendjemanden oder viele Leute haben, die fehlen. Haben wir gedacht, vielleicht können wir was Schönes machen, was auch ein bisschen nerdig ist. Und haben uns überlegt, vielleicht können wir das Licht dimmen, alle machen irgendwie die Lampe an ihrem Smartphone an oder den Screen oder so. Unsere Fotografen machen irgendwie ein digitales Lichtermeer-Foto und wir haben das hinterher als Erinnerung an alle die, die fehlen. Wollen wir das probieren, um was Schönes zu haben? Können wir das Licht ein bisschen dimmen? Und Gregor, magst du hochkommen? Ich bin echt so gerne hier. Echt. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Michi. Ja, jetzt klatschen, einfach weil wir es brauchen. Einfach nur. Wegen Michi müssen wir auch Flens trinken, ne? Also nur als Info. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hatte, das Team hatte überall BVB-Feuerzeuge verteilt. Alter Flensburger. Okay. Wer fängt an? Andreas, ne? Ja, ich fange an und das ist jetzt vielleicht der beste Moment, um richtig Freude auszustrahlen und Dankbarkeit. Ich werde das trotzdem vom Innersten meines Herzens tun, weil es geht nämlich jetzt um die Menschen, die es euch ermöglicht haben, diese Republika zu besuchen, es uns ermöglicht haben, hier mit euch diese Veranstaltung durchzuführen. Und da erstmal ganz grundsätzlich, ihr seid total toll und Dankeschön. Dankeschön. Und ganz zuerst, letztes Jahr waren es 5 Seiten, ich glaube, es ist ein bisschen besser gelayoutet, jetzt sind es nur 2, es wird trotzdem einen Moment dauern, aber das müsst ihr einfach mit so viel Applaus hinterlegen, dass ihr hinterher gar nicht mehr klatschen könnt. Weil wir nämlich Danke sagen wollen dem ganzen Team und da möchte ich anfangen mit der Janine Koch, unserer neuen Direktorin. Vielen Dank für diesen krassen Ritt in den ersten wenigen Wochen und zusammen mit der Charlotte, die Assistenz, vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Genau, und damit wir das alles ein bisschen einfacher machen können. Danke dir. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Größen ihr tragt, aber vielleicht können wir das einmal öffnen hier, dann hast du das mal gezeigt. Wir haben total uneigennützig nochmal so schöne T-Shirts gemacht, die auf etwas hinweisen, was zufällig das Netzfest ist. Ob das jetzt passt, weiß ich nicht, aber ein extra Bier kann ja da nicht schaden. Ich möchte als nächstes auf die Bühne bitten, das Programmteam, und zwar Head of Program ist die Alex und dazu kommen die Juliane, Katharina, die Geraldine, der Julius, Enrique, Carla, Christina, Agnes, Sandra, Caroline, Theresa und Tim. Yeah.
Nicht aufhören zu klatschen. Ja, wie ihr seht, so ein tolles Programm, wie wir haben, das braucht auch viele helfende Hände, viele Menschen, die sich darüber Monate Gedanken machen. Und das ist euer Verdienst. Und werden wir euch nicht vergessen. Sind jetzt schon ganz schön viele. So. Es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. Und zwar wollen wir jetzt nochmal die... für das Abendprogramm, die Friederike, die ist schon, nee, doch, du bist schon da. Sie hat nämlich zusammen mit das Abendprogramm geleitet, da hebe ich sie jetzt nochmal kurz heraus. Ich werde dich gleich nochmal nennen. Aber jetzt machen wir weiter mit dem Art Department und zwar mit Matthias, Norm, Tobi, Johannes, Malte und Alexander. Ich hoffe, ihr seid diesmal alle da. Die Gestaltung. Unsere Lieblingszuständigen fürs Grün. Ihr könnt euch auch gerne so ein T-Shirt da rausnehmen. Ne? Aus der, naja. Irgendeiner muss einfach mal anfangen, glaube ich. Ja, sehr gerne. Immer wieder. Marc. Ohne unsere Partner in allen Bereichen wäre die Veranstaltung nicht möglich. Deswegen möchte ich alle, die sich mit unseren Partnern beschäftigt haben, die dazu gebracht haben, dass sie bei uns mitmachen oder ihnen geholfen haben, dass sie noch besser bei uns rüberkommen. Ich möchte also unsere Partnerbetreuung auf die Bühne bitten. Das ist Nicole, Ella, Mike, Ingo und Hayan. Und ich kann euch nicht genug danken dafür, dass ihr das macht. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich kann euch da nicht genug... Geschafft. Gut, dass das leer war. Randale. Danke. Es ist für uns natürlich eine zentrale Aufgabe zu schauen, dass wir möglichst viele Partner gewinnen können, damit wir die Veranstaltung in der Form auch durchführen können. Und danke euch dafür. Jetzt kommen wir zur Produktion und einige, und das möchte ich euch noch kurz mitteilen, einige aus Produktion und Technik haben mir eben gesagt, dass sie heute keine Lust drauf haben, auf die Bühne zu kommen, wegen eben des tragischen Verlusts von Michi. Bitte euch das zu respektieren. Dennoch einen unglaublich tosenden Applaus für die Leute aus der Produktion. Allen voran Nico, Paul, Lille, Phil, fürs Abendprogramm Sebastian, Wiebke, Steffen und Max. Vielen Dank. Wir machen weiter mit der Kommunikation und da fangen wir mit der neuen Leitung an. Das ist die Rebecca. Danke für die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten. Also die Kommunikation der Republika. Rebecca, Marc, Paul, Irmela, Mareike und Nadine. Das war ein bisschen was zu tun in den letzten Tagen und auch davor. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr wollt alle auch hier sein, oder? Drückt euch doch mal. Ihr könnt das auch. Für die Volunteers, nochmal danke auch. Du hast die Zahlen eben genannt. Ohne die Volunteers wären wir
quasi nicht in der Lage, die Veranstaltung zu organisieren. Das wurde organisiert von Alex, Jette und Guan. Kommt mal bitte auf die Bühne. Ich denke, das ist dieses Jahr super gelaufen. Vielen Dank. Nächstes Jahr gern wieder. Nächstes Jahr gern wieder, da komme ich auf dich zurück. Gerne wieder. So. Jetzt sind wir bei der technischen Leitung angekommen. Zweiter Teil der Technik. Komplett als Team werden Sie nicht die Bühne betreten. Das ist Uwe, Benjamin, Jonas und Niklas. Bitte einen tosenden Applaus für die Jungs. Für das Webteam, für die geile neue Webseite, ihr habt es gesehen, wir haben jetzt ein Multi-Webseitensystem, es ist noch alles nicht 100%, aber wir sind aufgestellt für die nächsten Jahre. Christen, Andreas, Micha und Cecilia. Und da sehe ich, dass nur Micha kommt. Doch, Christen, ja. IT, Netzwerk und WLAN, auch die Kollegen werden nicht auf die Bühne kommen, das ist stellvertretend Alex und Philipp. Vielen Dank dafür, das WLAN hat super funktioniert, glaube ich, und vielen Dank an euch. Übrigens WLAN. Kommen die nicht auf die Bühne? Nee. Übrigens WLAN, wir haben die Buzzrank-Statistiken leider irgendwie, sind die rausgeflogen, aber erstaunlich zu sehen ist, dass jetzt, wo das WLAN super läuft, die Tweets nehmen ab insgesamt. Also, das ist ja kein Wunder. Also. Ach Quatsch. Das ist echt irgendwie so in den letzten Jahren was mehr, ist interessant zu sehen einfach. Es wird einfach nur menschlicher hier. Hast du gerade das letzte Bier aufgemacht, was ich gerade geholt habe? Nee, jetzt habe ich dir nicht mitgebracht. Naja, bringst du mir eins mit? So nicht, Freundchen. Also, gibt keins mehr, neu war das Team, letzte. Neu im Team und auch neu in unserer Aufstellung ist das Team für unsere ganzen internationalen Aktivitäten, die jetzt anstehen. Ich möchte auf die Bühne bitten, Solveig, Julia und Wale. Danke für eure super Arbeit. Das ist nicht einfach, sowas komplett neu aufzubauen. Und wir sind voll happy, dass ihr bei uns seid. So, dann für das Netzfest morgen, da kommen wir jetzt gleich nochmal, da wollte ich nochmal, ja du, ich auch, aber wir haben wieder noch ein Special-Dings? Nee, das ist erst morgen. Es gut, gibt kein dann Bier mehr. Dann möchte ich die Caro und den Tobias, also den Tobi, Caro und Tobi auf die Bühne bitten. Hier steht Caroline und Tobias, wer weiß das schon, wer das ist. Für das Netzfest morgen, ihr seid eigentlich gar nicht da, sondern bereitet das mit der Rieke morgen vor. Vielen, vielen Dank. Das war ein ganz heißer Ritt in den letzten Tagen noch. Weil ihr müsst wissen, wir hatten erst ungefähr drei Wochen, also vor drei Wochen wirklich... ungefähr vor drei Wochen wirklich alle Genehmigungen. Da müssen wir auch nochmal Danke sagen an alle, die das mit möglich gemacht haben. Hat nur ein halbes Jahr gedauert. Aber wir haben sie halt jetzt und wir können das machen, was wir machen wollen. Und bitte kommt morgen mal vorbei. Last but not least, hier auf der Liste sind die Edelhelferinnen und stellvertretend natürlich für diese ist es Helene, Neda und Flavia. Bitte kommt auch mal auf die super Bühne. Vielen Dank. Applaus. Und natürlich auch Marei. Sorry. Dankeschön. So,
Was in den letzten Jahren immer passiert ist, ist, dass die Moderatorinnen und Moderatoren vergessen worden sind. Das mag ich dieses Jahr nicht. Ich weiß nicht, wie viel gerade hier sind, aber auf jeden Fall den Max habe ich gesehen. Vielen Dank an die vielen Moderatorinnen, die sich darum gekümmert haben, dass die Sessions halt so gut gelaufen sind. Auf jeden Fall für die Bühne hier, Max, vielen Dank. Max Spalleck und Geraldine Dankeschön. Natürlich hier auch. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Also echt jetzt. So, hier sind halt noch ganz viele Leute auf der Liste. Komm, du auch noch. Es ist sehr warm hier oben übrigens. Es ist sehr warm, ja. Je länger es dauert, desto strenger rieche ich. Wir sind hier schon im roten Bereich auf der Liste, von daher ist es bald, sind wir alle. Und zwar möchten wir natürlich herzlich danken und da müsst ihr einfach den größten Applaus haben, weil das sind die meisten Leute in dieser in der Gruppe, die nicht alle auf die Bühne kommen können. Und zwar vielen Dank an alle Volunteers, an die Fotografen, also Gregor, Jan, Matthias und Daniel. Sie sind unter euch. Sie sind unter euch. Den Stage-Managerinnen, den Stage-Host, den Dolmetscherinnen, den Übersetzerinnen, den Transkribiererinnen, den App-Entwicklern, den Studierenden im Newsroom, WeCap, TSE und der Station und viel mehr. Vielen Dank und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr. Genau, jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, die möglicherweise hinten noch abgeholt werden muss. Hier ist was los. Hier ist was los, nämlich oh, ja. Wir wollten wenigstens noch ein bisschen Gebühren feiern, dass die Media Convention dieses Jahr den 5. Geburtstag Markus, hat. Markus, willst du mein Bier? Und jetzt habe ich verzichtet. Mist. Oh, warte mal, bringst du es jetzt weg einfach? Ich dachte, die anderen wollten erst mal. Stopp. Stopp. Ingo holt die Torte. Ingo, das war das Stichwort. Was war das Stichwort? Gab es so ein Keyword? Wir werden sehen. Also, wir haben die Media Convention. Wir haben, genau, also Happy Birthday. Anja, Helge, Jessica, kommt doch bitte mal kurz auf die Bühne. Media Convention, 5. Geburtstag. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kommt mal hoch, bitte. Wir werden auch gleich noch sicher ein Foto twittern. Wir haben auch gar kein Messer hier. Von daher ist es hochprofessionell wie immer. Happy Birthday. Kann man die zeigen? Danke und alles Gute. Danke. Konnte man die sehen? Ich bin mir nicht sicher. Irgendeiner muss mal wirklich ein Bild schicken. Irgendwo hin? Oh oh. Kriegen wir das? Kipp mal ruhig an. Kipp mal. Ja. Oh. Yeah. Geht's schon los? Hey. Das Team der Media Convention da drüben mit eigenem Konfetti. Aus meiner Sicht sind jetzt alle da, die da sein sollen hier auf der Bühne. Außer Michi leider. Ja. Trotz alledem. Das war's. War's das? Dankeschön. Und tschüss. The guy back there in the red Volksbühne T-shirt, why do you have a microphone? Huh? Well. Well, it's because... is this the real life? Or is this just fantasy? Where's the music? Calling a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. No need for sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really matter. Oh, look up to the sky and see.
I'm just a poor boy. Need for sympathy. But easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. To me. Ich würde sagen, wir übernehmen, oder? Und alle. Mama, just killed a man with a gun against his head. Pull the trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I'm gonna throw it all away. Mama, we'll be right back.
Elisabeth Pop. Dankeschön. Danke fürs Kommen und mit Feiern und wir machen noch Party. Seid ihr dabei? Geht nicht weg. Geht nicht weg, bleib hier. Ihr seid die Geilsten. Da geht's zur Party. Danke. Dankeschön. Achso, wir haben auch noch Secret Act. Ich soll den jetzt ansagen, das ist Romano. Romano. Der mit den Zöpfen aus Köpenick. Ist das halt.